Passive Maßnahmen, Weichteiltechniken, Musculus supraspinatus, die man häufig nutzen muss in der Physiotherapie, weil der sehr häufig betroffen ist und Schmerzen verursacht. Kommen wir zum dritten Behandlungsansatz, die aktiven Maßnahmen. Also was kann man selber dafür tun, dass die für seine Schulterarthrose oder gegen seine Schulterarthrose, einmal aufgeführt die isometrische Kräftigung, hier im Bild dargestellt. Patient liegt auf dem Rücken, der Arm wird gelagert, der Patient wird gebeten, seine Schulter in die Liege zu ziehen, in die Liege zu drücken. Was passiert? Eine isometrische Anspannung der Rhomboideen. Die sind sehr wichtig für die Scapula-Fixation und natürlich auch generell für die Funktion der Scapula. Und wir wissen alle, wie wichtig die Verbindung des Glenohumeralgelenks zum scapulothorakalen Raum ist. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass die Scapula gut funktioniert. Und das wäre eine Behandlungsmöglichkeit in Verbindung mit dem Therapeuten, eine Kräftigung der Rhomboideen zu verbessern. Zweite Technik, einfach ein aktives Training. Ja, ich gehe jetzt das letzte Mal auf die Außenrotation ein für heute, aber es ist einfach eine wichtige Bewegung, die meist sehr betroffen ist bei der Schulter. Und das wäre eine Möglichkeit, dies zu beüben. Sie können natürlich erstmal aktiv damit starten, einfach im Sitzen, im Stehen oder auch in Rückenlage die Außenrotation ruhig auch mit beiden Armen zu trainieren. Die Möglichkeit zu Hause besteht dann noch, ein kleines Gewicht dazu zu nehmen, beispielsweise eine kleine Wasserflasche auf der Seite zu liegen und dann gegen die Schwerkraft die Außenrotation zu trainieren. In dem Moment wird auch der Musculus infraspinatus trainiert, der Außenrotator in der Schulter, sehr, sehr wichtiger Muskel, Kapselspanner, Muskel der Rotatorenmanschette und einer der Hauptstabilisatoren des Schultergelenks. Und dementsprechend regen wir den auch schon durch diese Übung an und kräftigen ihn. Zum Schluss, wie versprochen, Fazit, Zusammenfassung und Behandlungsschema in einem Bild zu erkennen. Ganz wichtig, erstmal ganz entscheidend, ganz oben steht die Differentialdiagnostik. Wir müssen erstmal eine umfassende Untersuchung der Schulter machen, damit wir erkennen können, welche Struktur ist betroffen, an welcher Stelle müssen wir arbeiten. Hier nochmal die Beispiele aufgeführt. Einmal die passive Bewegungsuntersuchung. Ist diese positiv? Können wir eher von einer Gelenkproblematik, sprich einer artikulären Problematik ausgehen? Hier würden sich dann manualtherapeutische Techniken wie die Traktion und die Gleitmobilisation, die ich Ihnen eben gezeigt habe, wären hier sinnvoll. Sind die aktiven funktionellen Tests positiv und die passive Bewegungsuntersuchung nicht, gehen wir eher von einem muskulären Problem aus, also einem periartikulären Problem, dann würden sich Weichteiltechniken, funktionelle Trainingstherapie eher eignen. Wir können davon ausgehen, dass bei unserem Schulterarthrose-Patienten beides klar positiv sein wird in der Testung und dementsprechend benötigen wir auch eine gute Mischung aus allen drei Behandlungsansätzen, also der manualtherapeutische, die passiven und auch die, vor allem die aktiven Maßnahmen. Die Patienten müssen aktiv werden, das haben wir aber heute auch schon in den Vorträgen mehrmals gehört, dass das ganz entscheidend ist. Und wenn wir daraus eine sehr, sehr gute Mischung quasi für unsere Therapie basteln, haben wir die Möglichkeit, auch eine Schulterarthrose zu verbessern mit dem Ziel, und das ist ganz entscheidend, Schmerzlinderung und Bewegungserweiterung. Ist uns das gelungen, starten wir eigentlich wieder oben und schauen, müssen wieder differenzieren, wo herrscht jetzt noch eine Problematik, welche Struktur ist jetzt noch betroffen, wie müssen wir weitermachen, deswegen auch als Behandlungsschema hier zu erkennen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, das war's von mir, noch einen schönen Abend.